Hallo, es ist Dienstag, das heißt, es gibt ein neues Video für euch. Und diesmal geht es um ein Tier, das beim Sex ein Viertel seines Körpergewichtes verliert. Es ist wirklich eine Menge. Also stellt euch mal vor, das wäre bei uns Menschen. Dann würden wir, glaube ich, das ziemlich nach unten reduzieren. Aber gut, es geht um dieses Tier, das eben ein Viertel seines Körpergewichtes dabei verliert. Genauer gesagt ist das die westliche Beißschrecke. Die männliche Beißschrecke sucht sich ganz gezielt das Weibchen aus. Denn erstens, es geht nicht so oft, wenn man ein Viertel von seinem Körpergewicht verliert dabei, muss man sich es wirklich aussuchen. Und er sucht sich hier gezielt ein Weibchen aus, das gesund genug ist, seine Nachkommen durchzubringen. Denn bei dieser Flüssigkeit ist jetzt nicht nur der Samen dabei, da ist auch die Nahrung für die Nachkommen dabei. Das heißt, er wählt wirklich, wirklich gut aus. Und dann erst wird das Ganze vollzogen. Jetzt, was können wir davon ableiten? Ich finde, der haushaltet wirklich gut mit seinen Ressourcen. Aber wie sieht es bei uns aus? Haushalten wir mit unseren Ressourcen? Wie gehen wir oft mit unserer Energie um? Ich denke, da sind wir manchmal ziemlich sorglos. Wir haben nicht unendlich viel Energien oder verschwenden unsere Energien für Dinge, die uns nicht glücklich machen oder Dinge, die uns nicht weiterbringen oder landen am Abend irgendwo lungernd vor irgendeiner Flimmerkiste. Daher, vielleicht gibt dir das einen Anstoß, dass du deine Energien, die du hast, sorgfältig einsetzt, überlegst, für was du sie brauchst. Denn wenn du etwas tust, was dich glücklich macht, dann steigt dein Energiepegel auch wieder. Ich wünsche dir eine ganz großartige Woche und es würde mich noch interessieren, gibt es Übungen oder tut ihr etwas, das euren Energiehaushalt nach oben bringt? Wie könnt ihr eure Energienreserven wieder aufbauen? Schreibt es mir, ich würde mich freuen. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Woche und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.